passt schon, passt schon, ne? Sehr schön. Feuer. Ich bin der Helder. Leben, Junge. Nummer 2. Zack, und. Ich hab mir noch eine Fresse hauen. Cool. Aua. Nasenchirurgie. Autsch. Was denkt die Bestie jetzt? Naja, nichts. Aber er war dankbar für einen guten Kampf, anstatt den Sieg zu machen. Dein Körper verbessert sich. Du hast gut gekämpft. Horn Heimdals, seltener Talisman. Entfesselt sie einen Angriff, der Betäubungsschaden verursacht und Gegner zurückstößt. Passiver Effekt, der Talisman Abklingzeit wird bei jedem erfolgreichen Block und Parieren reduziert. Okay. Nice. Frage ich mich. So, was haben wir hier? Trophäe erhalten. Der Tod war hier. Leichter Wundangriff. Ein mächtiger Axtwurf, der alle Gegner auf der Bahn niedermäht. Was habe ich jetzt drin? Den, okay. Der macht einfach. Den, okay. Schaden ist ganz schön hoch. Irgendjemand von der Decke. Ich kann nichts erkennen. Dann gehen wir hier hoch. Zack. So. Ich jetzt direkt machen. Frische Luft tut gut. Achso. Na gut, dann schauen wir mal. Komm her, Junge. Stich mal ab. Zack. Ach schon. Bitte friss uns nicht. Bitte friss uns nicht. Junge, mach dich bereit. Ha. Anscheinend. Ist sonst nicht böse gesund. Schaut, Drache. Dankeschön. Nice. Brillantes Zeichen des Drachen. Seltener Zauber. Eine 3 Sekunden kündiger Sprint gewährt unaufhaltsame Aura, was Unterbrechen durch irgendeine Angriffe verhindert. Drachen gefallen erledigt. Ortsge gegen Gefangenschaft. Okay, wir werden jetzt fast fertig. Wir müssen nur noch eine Rune finden. Wir haben hinten noch eine Runenkiste. Da fehlt uns nämlich nur eine einzige Rune und da liegt doch noch was. Guck mal hier. Auch ein Horn. Ja. 5 von 6, da fehlt uns dann auch noch ein Horn. Es fehlt eine Rune und ein Horn, fehlt uns noch. Ganz doof gefragt, wo ist die letzte Rune? Schon noch ein Raben? Was hat denn die Karte hier zu dem Ort? Wir haben Artefakte gefunden. 5 von 6. Wir haben sonst alles. Audience-Rahmen fehlt auch noch einer und wir haben noch ein unentdecktes. Okay.
könnte einfach einen Rahmen töten. Sonst aber nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier irgendwie wäre, ne? Die letzte Runde, aber... Ich sehe sie halt nicht. Hier so wäre ganz perfekt gewesen. Als Verstecks, aber... Ist halt nicht. Unten ist auch nichts. Kann ich noch rüberspringen? In irgendeiner Lücke oder so. Ist auch keine Rune, ne? Ja. Wo ist die letzte Rune? Ich finde die nicht, ne? Und einen Odins Raben haben wir auch noch nicht gesehen. Hier und da, dann überall. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme. Das sind die Gummibären. Hier unten waren wir aber auch schon, ne? Ja, hier unten waren wir auch schon. So, den See haben wir auch schon da fertig gemacht. Ich hätte keinen Zauberer, der mir zeigt, wo Runen sind. Bin ich ganz ehrlich. Wo ist die letzte olle Rune? Die waren alle hier so nah beieinander, ne? Die waren ja direkt hier nebeneinander, die Runen. Müsste doch letzt auch hier in der Nähe sein, eigentlich. Oder nicht? Ich würde die ganze Zeit, die ist hier irgendwo hier oben drauf oder so, ne? Muss man doch von hier aus sehen können, die letzte Rune. Tja, wir haben zumindest einen Drachen befreit. Ist der Hauptsache so jetzt irgendwie dahinter oder so? Was wäre das jetzt? Der Rabe da ist ziemlich nervig. Irgendeine Rune fehlt uns, ja. Mann. Da unten ist auch nix. Ist hier nirgends eine Rune? Auch nirgends so was, ne? Da gibt's doch nicht. Wo sind die blöden Runen, wenn man sie mal braucht? Das hier vielleicht noch irgendwie was an Runen oder so. Ich hab, wenn ich gekriegt geguckt hab oder so. Die Raben sind auch ein bisschen lästig. Das ist noch Odins Raben und dann hast du die ganze Zeit nur die Raben. Ja. Was haben wir hier? Mal ein bisschen Hacksilber, okay. Da oben ist doch noch was. Guck mal da. Ich keine Ahnung, was ist, ne? Ist irgendwo Odins Rabe vielleicht im Rocken? Was war hier? Hier war einfach offen, ne? Gar nichts oder was? Na, hier ist einfach gar nichts. Ist auch geil. Ein bisschen Hacksilber. Ist hier auch nirgends von Raben oder so? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich hab keine Ahnung, wo wir noch hin können. Wo die letzte Rune ist, wo der letzte Rabe ist. Ich weiß es nicht. Ich hab den Wasserfall getötet.
Der Wasserfall ist einfach weg. Da war noch was. Oh, hi. Okay. Da steht jetzt hoch. Da ist der Rabe. Guck mal. Da haben wir den Raben. Gut, haben wir den Raben, aber... Es fehlt immer noch die Rune. Es fehlt immer noch diese blöde, blöde Rune. Ich habe noch keine Ahnung, aber wo sie ist. Müsste irgendwo in der Nähe sein. Ich meine, da habe ich es schon kaputt gemacht oder fünfmal gesehen. Ich habe es einfach ignoriert oder so. So, hier war ja nur der andere kaputte Ding. Guck mal da. Unglaublich. Dafür will ich jetzt aber auch was Cooles haben. Gut, dann haben wir das auch soweit erledigt. Bam. Aufgerissen. Was kriegen wir Tolles? Blutmate. 2 von 3 Hörnern haben wir schon mal wieder. Nice. So, Ressourcen. Da, Äpfel haben wir 6 Stück. Haben wir 3, okay. Karte. So, hier. Haben wir jetzt 95%. Ah, ein Artefakt haben wir noch nicht gefunden. Ein verficktes Artefakt haben wir nicht. So, noch ein neuen Talisman. Den hier. Macht mich nur schlechter. Betäubungsschaden, naja. Brauchen wir nicht. So, hier muss irgendwo noch ein Artefakt sein. Na klasse, irgendwo hängt wahrscheinlich eins noch rum. Ich hab's einfach nur nicht gesehen, gefunden. Ist sonst irgendwas in der Art? Weil ich relativ gut gesucht habe bis jetzt. Finde ich. So, vielleicht direkt im Eingang, weißt du? Was ist das jetzt? Naja, du wolltest Krähe. Aber hier kann man auch nicht hin. So, und hier vielleicht? Wieder so ein olles Artefakt fehlt, weißt du? Wir lassen 50.000 Mal das neue absuchen. Ist auch ein bisschen nervig. Hier oben vielleicht was? Nö. Na gut, dann lassen das Artefakt sein, ist okay. Ich wollte eigentlich auch nur die Rune haben wegen den Runen. So, ja, kleiner Artefakt könnte uns natürlich noch helfen. Ja, stimmt ja, wir müssen noch so ein. Stimmt, wir müssen noch so ein Horn finden, stimmt ja. Das war das noch, was uns fehlt. Stimmt ja, stimmt ja. Es fehlt noch so ein Horn. Habe ich hier auch nicht geguckt gehabt. Ich würde mal sagen, ja. Ach, ist egal. Komm. Wir kriegen dadurch nur ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Was ist mit den Leuten passiert, die hier leben? Folge den Hinweisen, Junge. Klar, klar, den Hinweisen folgen. Na gut, also, da war ein böser Zwergenkönig. Und er ließ all diese Leute Monster jagen. Die Leute sperrten sie in Käfige. Ja. Und dann? Keine Ahnung. Hm. Uns fehlt noch ein Hinweis. Zurück in die Burg? Nein. Da drin ist nichts mehr für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Vielleicht, vielleicht. So, da können wir noch wieder hoch, ne? Ja. Wo haben wir denn noch ein Hornchen? Da ist noch was. Wo ist der Weg gekommen? Wir da hin? Oh, hier rüber, ne? Zack. Vielleicht ist das unser Horn, was wir noch brauchen. Leben hätte ich schon gerne gefunden.
Leben ist immer so ein bisschen mau bei uns. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Hier waren wir noch nicht, stimmt. Aha, guck hier. Lass uns hier gegen was tauschen. Gegner voraus! Ein läpperlicher Gegner. So, na, was ist jetzt passiert, Junge? Jetzt haben wir alles. 100% nice. Wir haben unsere erste Region zu 100% geschafft. Dann brauchen wir später einen Schmähen. Sehr schön. Aber jetzt reden sie nicht mehr drüber. Ist ein bisschen doof, aber gut. Kann man halt nichts machen, ne? Ja, finde ich auch ein bisschen nervig, dass man immer wieder komplett den Wege zurücklatschen muss. Das ist auch ein bisschen nervig, aber gut. Die Welt ist ja jetzt noch nicht an sich noch nicht so groß, dass man sagen muss, boah, immer hin und her, immer hin und her. Später wahrscheinlich, wenn man dann wirklich im Endgame ist, dann nervt es wahrscheinlich doch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal soll es eigentlich okay sein. So, komm, ein bisschen Brust und Warzen wieder schlürfen. Aha, oh ja. Ich mag es, wenn die so rau sind. Oh ja. So, na du. Und was hast du da draußen entdeckt? Klauenbogenverbesserung. Wie kann ich helfen? Die kann ich verbessern. Was kann ich meine Axt verbessern? Ne. Ah, den Bogen verbessern wir. Zack. Verbessern vom Klauenbogen erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitsmenü verfügbar. Freddy, hast du auch noch das Fähigkeitsmenü? Ups, ganz vergessen. Klauenkescher. Den können wir auch noch verbessern. Kostet aber ordentlich was, das haben wir Axtknauf. Nicht genug Ressourcen, oh. Eine Legierung. Talisman. Den kann ich natürlich verbessern, den auch. Weltenstab, wir haben 10 Stück bekommen. Den hebe ich erstmal auf. Wir können den Köcher verbessern, finde ich. Denn. Haben wir Vorteile von. Zack. 45.000 kostet das jetzt, okay. Immer wieder gern. Jojo. Jetzt raus hier. So, wir gehen mal eben auf unsere Fähigkeiten. Der Bogen hat noch weitere Fähigkeiten jetzt bekommen. Falsche Taste, so. Betäubungspfeile. Ach ja, das war das. Größere Explosion, oh, das ist schön. Können wir uns auch leisten. Wird gekauft. Verursachen bei Gegner deutlich mehr Betäubungsschaden. Das kann man auch gerne machen. Ich nehme ja gerne Gegner auseinander, was haben wir noch? Erhöht den Fall Nahkampf deutlich, erhöht den Feuerrate-Klauenbogen deutlich. Na komm. Alles für unseren Jungen. So, Schildkampf. Tippe L1 zweimal, um meinen gegnerischen Block zu durchbrechen. Oh. Hätte ich auch vielleicht mal machen sollen. Zack, hier, bitteschön. Halten Sie im Kampf mit bloßen Händen R1 gedrückt, um Gegner von den Füßen zu reißen. Auch eigentlich ganz nett. Aber was haben wir hier noch eigentlich? So, hier haben wir noch. Wie drücken Sie? Ja, Auffleisch und Präzisionswurf. Okay, versucht eine Kurse. Was haben wir? Kaufen wir einfach. Zack, meins, das können wir uns nicht leisten. Den können wir uns aber noch leisten. Zack. Sehr schön. Und hier. Oh, leider. Aber wir hatten noch ein paar Punkte, aber gut. Passt schon so. So, da müssen wir noch zurück. Schön müssen wir unsere Quest abgeben. Oh. Dann auf. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Dass wir auch so frei erkunden können, finde ich gut.
Ja, man hat halt massiv levelabhängig, aber gut, da muss man halt schauen. Nö, 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 nö. Zeit für noch eine Geschichte? Eine kurze. Es war einmal ein junger Mann, der wegen Diebstahls zum Tode verurteilt wurde. Seine Mutter besuchte ihn im Gefängnis. Sie war eine gütige Frau und sehr liebevoll. Doch ihr Sohn, der Dieb, war aufbrausend und biss ihr ein Ohr ab. Was? Warum? Denn der Junge war schon immer ein Dieb gewesen. Und seine Mutter hatte ihn nur Liebe gelehrt und keine Konsequenzen. Hätte er stattdessen Disziplin gelernt, hätte er vielleicht länger gelebt. Schon, aber ihr Ohr, das geht doch nicht. Nee, das geht nicht. Das Ohr ist böse. Das macht Aua. Gut, dann gehen wir zu ihm hier. Ihr da! Habt ihr die Statue zerstört? Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Gefallen erledigt, Hammersturz. Weg ist er. Tapferer Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge. Opfer für Tyr. Verlorener Tribut an Tyr. Zurücklassen von wilden Geistern am See der Neuen. Dient zum Anfertigen des Tyr-Rüstungssets. Oh. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch was. Die Weltenschlange. Oh, guck mal, der guckt sie mich an. Ach, da müsste ich wahrscheinlich an der Weltenschlange vorbei. Achso. Okay. Dock, Todesinsel. Dock, Eisenbucht. In Eisenbucht komme ich zur. Dingsmuster. Ist ja auch noch die Schlange. Noch ein bisschen was zu tun. Was haben wir hier? Alpha. Ach so, hier können wir noch die ganzen Welten. In Alpha haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da brauchen wir erstmal neue Fähigkeiten noch für. Ja, gut, so. Vielleicht. Gerechtigkeit und Krieg. Tyrs Rüstung anfertigen. Okay. So, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Kann ich in die Höhle fahren? Scheiße, da nichts ist. Partakuse, top gefunden. Achso, hier. Na, gucken wir mal. Zack. Gucken wir mal, was wir hier finden werden. Aha, noch mehr davon. Gut. Ah. Ein Ding. Die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Was haben wir denn hier? Ich wette, der ist böse. Na, wir gucken mal. Ja. Einfach hier. Und okay. Aua. Daneben. Och, fuck. Helf mir, Junge. Ach, er hat die. Och, come on. Scheiße. Die können wir aber eigentlich besiegen. Die können wir eigentlich besiegen, ja, die drei. Hätte meine eine Fähigkeit nur noch gewirkt, beziehungsweise hätte ich die durchgekriegt. So.
Dann komm. Ja, natürlich. Alles klar. Was? Ich bin ausgewichen, Mann. Auch gedacht. So, danke. Was haben wir hier? Oder Weltenstaub, ne? Weltenstaub. Legendär. Formel. Kennen wir ja schon. 2 von 18. Hey. Ganz schön knapp. So, wo kommen wir hier hin? Wurde aufgefragt. Ach so. Aber nur noch ein Boot. Mehr ist hier nicht. Hey, hey, hey. Hier kommen wir nicht weiter. Ist die Weltenschlange, dass ein Teil ihres Körpers hier liegt? Stell mal, dass du das weißt, dass die Welt. So. Wahrscheinlich werden wir jetzt eh wieder instant sterben, aber dann am nächsten Heilung. Du musst einen Heilungsstein finden! Okay. Das lesen? Kann ich auch nicht lesen, oh. Aber sie sind anders als die anderen. Naja. Kriegst du noch eine Galionsfigur hier. Darf ich hier rüber? Ne, darf ich nicht. Schade. Die beobachtet mich ganz genau, die Schlange. Die macht mir Angst. Einfach mal den machen. Ja, ein bisschen Leben haben wir dazu bekommen, ein bisschen Wut haben wir dazu bekommen. Ja, das war's. Ja, und die Galionsfigur halt. Na gut, weiter geht's. Oder darf ich denn lang? Ne, darf ich nicht. Mach mal die Schlange ran. Alter. Und? Kennst du noch andere Geschichten? Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtwies. Sie wollte, dass er vorwärts läuft, voller Stolz, nicht seitwärts, wie seine Art war. Aber sie ist auch ein Krebs. Er müsste sagen, ja, ich gehe vorwärts, wenn du mir vormachst, wie. Ja, das hat er gesagt. Das war die Geschichte. Verstehe. Bam. Huh.
Feuer und so. Fuck. Wer ist hinüber? Und gut so. Na, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen. Also ist der Clou daran, alle Dinger zu treffen. Ach du Scheiße. Ich will dir noch. Ha, geschafft. Wir wollen diese Kiste, Junge. Das kriegen wir. Ein Apfel, natürlich. Ah ja, immerhin. Damit nehme ich auch bald die Äpfel. Das ist noch ein Weltenriss. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Hm. Darauf steht etwas geschrieben. Hm. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Oh, da ist gerade was passiert. Inselfeuerschale. Entzünden. Ich konnte diese Feuerschale entzünden, indem ich die Runen gelesen habe. Vielleicht eine Art Zauberspruch. Um den See der Neuen gibt es bestimmt noch mehr davon. Gab es nicht hier mehr Menschen, bevor hier das hier ein See war? Wo sind alle hin? So viele Fragen. Ich wünschte, wir könnten die Weltenschlange fragen. Danke, mein Junge. Ja, das ist so langsam, Junge. Und. Batsch. Meinst du, Junge? Und. Bam. Bisschen verbuggt, aber egal. Und. Komm her, Junge. Quatsch. Schön. Noch zwei. Viel einfach nur überhaupt macht. So, und zack. Und jetzt soll ich auch noch. Sehr schön. Bist du mal. Oh. Wer bist du? Gut gekämpft, ihr zwei. Wer bist du? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet. Sedel und Hillläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Ja, bitte. Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! Okay. Vielseitiger Kriegergriff. Gewünsche. Axtknauf erhöht Stärke, Abwehr und Glück. Wässert um zusätzliche Werte. Komm. Offene Angelegenheit, Geister befreit, 1 und 4.